Und zwar, wir hätten eine Frage von der Frau Elisabeth Gabler und da geht es um ein Sozialprojekt im Waldviertel. Bitte, Frau Gabler. Ich bin die Elisabeth Gabler, bin 58 Jahre alt und war jetzt, bin langzeitarbeitslos, also seit 2015 und war jetzt in einem Projekt in Heidenreichstein, das sie genannt hat, sinnvoll tätig sein. Das Projekt ist gelaufen 18 Monate. Und da haben wir verschiedene Interessensgruppen gehabt und wir haben eine Bastelgruppe und eine Gartengruppe. Und jetzt ist es so, das Projekt läuft jetzt aus. Und laut Projektleiter wird das nicht mehr fortgesetzt. Laut Projektleitung haben ein Viertel der Personen eine Arbeit gefunden. Also ich finde das sehr wichtig. Und warum werden solche Projekte nicht weiter gefördert? Gerade bei Arbeitslosen, und da kann ich ja von mir aus sprechen, ist es wichtig, dass du wieder ein bisschen Motivation kriegst, ein bisschen Anerkennung. Weil es ist auch gesagt worden, alles, was man für also ehrenamtlich macht, ist auch eine Arbeit. Also du bist ja eigentlich... bei uns am Land, wenn du arbeitslos bist, hast du sofort den Stempel, du bist Sozialschmarotzer. Ja? Und wenn ich aber zum Beispiel, ich habe ein Jahr im Naturpark gearbeitet, das war auch ein gefördertes Projekt, das wird auch nicht mehr weitergeführt. Ich leiste ja da meine Arbeit und dann kann niemand sagen, ich kriege mein Geld, nur weil ich Sozialschmarotzer bin. Ich hänge mich in die soziale Hängematten. Wieso wird das nicht mehr gefördert? Ja, Frau Gabler, vielen herzlichen Dank für die Frage. Ich habe mir Ihr Projekt im Speziellen auch angeschaut und habe da auch erkundigt, das ist ein Projekt, das ausschließlich vom AMS finanziert worden ist, das von vornherein als reines Pilotprojekt auch gedacht war. Aufgrund unserer Gespräche ist das AMS jetzt bereit, damit das Projekt bis Ende des Jahres einmal fortzuführen. Das heißt, haben wir einmal auf alle Fälle ein paar Monate gewonnen. Und zum Zweiten haben wir natürlich auch andere ähnliche Initiativen für Langzeitarbeitslose oder ältere Arbeitslose. Weil wir zwar wissen, die Konjunktur ist gut, Arbeitslosigkeit sinkt permanent, aber selbstverständlich gibt es viele Betroffene und wie Sie gesagt haben, was man braucht, ist Wertschätzung, Sinnstiftung und da sind natürlich derartige Projekte wichtig und notwendig. Wir haben aber auch andere Projekte in diesem Segment, weil ich glaube, die Zielsetzung ist, egal wie das Projekt heißt, ob das jetzt heißt, Projekt ältere Arbeitslose, 50 plus, GEMA 50 plus oder sonstiges ist, glaube ich, sekundär, sondern entscheidend ist, dass wir da Unterstützung geben und Hilfe geben. Ein Projekt, das auch, glaube ich, sehr gut ist, wo vielleicht für Sie auch eine Möglichkeit wäre, ist GEMA 50 plus, wo wir da mit den Gemeinden eine Initiative haben, um eben solche Fälle in den Arbeitsprozess zu bringen. Das vor allem einen unglaublichen Vorteil hat im Bereich Aus- und Weiterbildung, das nachhaltig wirken soll. Also ich werde es auf alle Fälle unseren Kollegen geben, dass sie die auch mit ihnen persönlich in Kontakt setzen. Aber betreffend der Verlängerung des Projektes wäre meine Bitte, dass der Projektleiter direkt mit dem AMS in Verbindung setzt und betreffend einer weiteren Initiative schaut, dass sie betreut werden. Und werden wir mal wegen GEMA 50 plus Kontakt aufnehmen. Okay? Darf ich noch da... In diesem Sinne von diesem Projekt und in meinem persönlichen Anliegen auch das überreichen und bitten, dass Sie sich das... Ja, natürlich. Und meine Bitte wäre es einmal, dass Sie der Projektleiter gleich direkt in Verbindung setzt, Sie wissen Bescheid. Mit AMS. Ja. Mhm. Okay. Also das ist ja einmal eine ganz erfreuliche Geschichte, wo man sieht, wie konkret ist jetzt schon was geholfen hat. Das Projekt wird jetzt einmal den nächsten Monat verlängert. Und offenbar gibt es auch andere Projekte, die Ihnen persönlich auch noch mit dem GEMA 50 Plus helfen können. Also ich glaube, da hat sich unsere Runde schon einmal in einer sehr guten Art und Weise ausgezahlt. Danke für die Frage.